Hallo, moin moin aus Flensburg. Ich heiße Volker Lorenzen, bin die Bereichsleitung der Intensivabteilung in der Diako und unser Team wollte sich mal vorstellen. Ich habe vor ziemlich genau 5 Jahren direkt nach der Ausbildung hier auf der Intensivstation angefangen. Bin damals mit etwas gemischten Gefühlen an die ganze Sache rangegangen. Und letztendlich muss ich aber sagen, dass ich durch die Einarbeitungszeit und das nette Team hier gut aufgenommen wurde und mir die Materie so beigebracht wurde, dass ich letztendlich dann auch eigenständig und verantwortungsvoll hier auf der Station arbeiten konnte. Hallo, ich bin Inga, ich bin 13 Jahre hier auf der Intensivstation. Ich arbeite hier sehr gerne, weil ich gerne mit Patienten zusammenarbeite und finde es immer wieder schön, wie positiv der Verlauf teilweise von den Patienten hier ist. Wenn man mich fragt, warum ich hier so gerne auf einer Intensivstation bin und arbeite, kann ich eigentlich sagen, dass so das Kennzeichnende ist die Teamarbeit. Wir sind ja so ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Ärzten, Pflegepersonal, Physiotherapeuten, Logopäden, und das ist wirklich ein gutes Zusammenarbeiten. Jede Stimme, unabhängig von der Berufsgruppe, hat ihren Stellenwert und das macht das Arbeiten hier sehr angenehm. Das Besondere auch auf den Intensivstationen ist, dass wir das Reanimationsteam im Hause stellen. Das bedeutet, dass je ein Mitarbeiter pro Schicht immer einen Funk in der Tasche hat und hierüber von den Stationen auch der Funk ausgelöst wird und wir dann reagieren müssen. Noch eine Besonderheit an unserer Intensivstation ist, dass wir für unsere komatösen Patienten Patiententagebücher schreiben. Wir schreiben das als Pflegepersonal und auch die Angehörigen schreiben mit. Das soll den Patienten hinterher über die Zeit, die er vergessen hat, hinweghelfen oder ein bisschen was erklären. Interessant macht die Arbeit der stetige Fortschritt der Medizin, und auch vor den Notfallsituationen braucht man hier keine Scheu haben. Es ist so, dass erfahrene Kollegen immer mit jungen Kollegen in einer Schicht sind. Man steht eigentlich nie alleine am Bett. Das ist doch toll, in so einem großen Team hier aufgefangen zu werden. Ich bin Inga. Ich arbeite jetzt seit 3,5 Jahren hier auf der Intensivstation. Wir haben ja 2 Patienten. Manchmal 3 und haben wirklich Zeit. Wir können uns super um die kümmern, können uns um die Angehörigen kümmern. Ich fühle mich hier total wohl, weil wir auch so ein nettes Team haben. Wir sind so nette Kollegen und haben auch eigentlich im Dienst immer ein nettes Wort füreinander. Ja, also mein Name ist Thomas Thorhauer. Eines meiner Aufgabengebiete ist halt auch die Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, und im Rahmen dessen haben wir zum Beispiel jeden Donnerstag alle 2 Wochen eine Fortbildung, denn nichts entwickelt sich so schnell wie die Intensivmedizin und Intensivpflege an sich. Ja, hallo, ich bin Martin, ich bin Krankenpfleger auf der inneren Intensivstation. Seit Oktober 2015 habe ich jetzt meine Fachweiterbildung für Intensivmedizin begonnen. Die wird jetzt auch zum ersten Mal in Flensburg angeboten. Da bin ich eigentlich auch ziemlich froh drüber, weil wir einfach hier auch eine sehr hohe Lebensqualität haben. Hier in der Diako im Intensivbereich sind die Fachabteilung aufgeteilt. Wir haben den Intensivpflegebereich so organisiert, dass wir ein großes Team haben, das sich aufteilt in die beiden kleinen Teams, jeweils dann die innere und die operative Intensivstation. Das hat aus meiner Sicht erhebliche Vorteile, im Gegensatz zu einer riesengroßen Station, wo der Teamgedanke gar nicht mehr so da sein kann und auch die Arbeitsbelastung einfach geringer ist.